hinterher ist man immer klüger. Wenn ich gewusst hätte, dass das passiert, ich wäre einfach abgehauen, irgendwo anders hin. Blödsinn. Wärst du nicht. Wenn eine Frau im Spiel ist. Mensch, versteh mich doch, es tut mir echt leid. Nach links. Uns den vorknöpfen? Wenn du den Schreibkram machst. Komm, schlaf weiter. Und ab, ihr Schweine! Bei dir ist es eben anders. Du hast es im Griff, wie die Sachen laufen sollen. Das glaubst aber auch nur du. Na, jedenfalls wäre dir das nicht passiert. Ich überlege halt vorher, wenn ich was anfange. Denk an die Folgen. Schon klar, aber manchmal kommst du einfach nicht zum Denken, wenn alles so schnell geht. Fühl mal die Haube. Noch warm. Frank von Frank 20 kommen. Scheiße. 20 von Frank kommen. Wir sind am Osthafen. Liegt was über das Taxi Frankfurt-Dora-Ludwig-173. Wurde Paul. Da haben mir meine Eltern mal einen Anzug gekauft. Frank 20 von Frank kommen. Frank 20 hier. Das Taxi ist vor 2 Stunden als gestohlen gemeldet worden. Okay. Schick noch einen Wagen. Wir sind hier am Nordbecken. Was ist denn das hier? Block B. Frank 20 Ende. Ein Mann. Dunkler Mantel, da lang. Pass auf, er hat eine Waffe. Schlimm. Tot. Auto. Hey! Ach du lieber Gott! Hör mal auf!
Warum hast du mich nicht geweckt, sag mal? Was ist doch sonst denn da und runter? Guten Tag, Herr Rechtsanwalt. Hier ist Scharnack, Kurt Scharnack. Sie haben mich vor 2 Jahren im Erbstreit Kolnick vertreten. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin im Polizeipräsidium, Kommissariat 1. Sie können mich unter der Nummer 302-2410 erreichen. Bitte rufen Sie zurück. Was guckst du? Mach mir mal einen Kaffee. Hm? Okay, Einstein, ja. Dabei? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Der mit der 5. Der hat ihn erschossen. Ganz sicher. Ganz sicher. Wenn es irgendwelche Zweifel gibt. Es gibt keine. Der mit der 5. Der war's. Gut. Entschuldigung. Seifert? Es geht in Ordnung, er kann zugeben. Der Anwalt ist tatverdächtig, ist da. Und? Keine Überraschung, Nummer 5. Okay. Können Sie noch? Geht schon. Nur ein paar Fragen, machen wir gleich hier. Setzen Sie sich. Danke. War das ein Sondereinsatz heute Nacht, oder? Ganz normale Streifenfahrt. Der erschossene Hauptmeister Lebus und Sie waren ein Team. 12 Jahre lang. Hat sich Lebus durch besondere Leichtfertigkeit ausgezeichnet oder Waghalsigkeit? Er hatte sich nicht immer in der Gewalt. Abwägen und abwarten. Das war nicht seine Stärke. Aber heute Nacht hat er sich klar vorschriftsmäßig verhalten. Der Täter hat ihn direkt ins Herz getroffen. Er muss also Zeit gehabt haben zu zielen.
konnte LeBouze nicht ausweichen. Warum hat er sich nicht auf den Boden geworfen oder auf die Seite? Sowas wird doch 100.000 Mal geübt. Geübt. Klar. Aber wenn dann so wirklich sowas passiert, dann, wenn einer steht mit einer Knarre. Das ging alles ungeheuer schnell. Der LeBouze lief 4-5 Schritte vor mir. Da tauchte der plötzlich auf. Der war genauso überrascht wie wir. Ja, und ehe wir irgendwas machen konnten? Ich habe versucht, mir einen ersten Überblick zu verschaffen. Und danach ist in der Tatnacht Folgendes passiert. Sie unterbrechen mich bitte, wenn irgendetwas nicht stimmt, ja? Also, gegen 23.30 Uhr entdeckt eine Polizeistreife im Osthafen ein als gestohlen gemeldetes Taxi. Als die beiden Beamten das Gelände absuchen, tritt ihnen ein Mann entgegen und eröffnet das Feuer. Er trifft einen der Beamten tödlich. Ein paar Minuten später werden sie 500 Meter vom Tatort entfernt festgenommen. Der überlebende Polizeihauptmeister identifiziert sie als denjenigen, der geschossen hat. Ich habe den Beamten immer wieder zigmal erklärt, dass ich in der Nacht... Zwei Fragen, Herr Scharnack. Erstens, sind Sie mit dem gestohlenen Taxi in den Osthafen gefahren? Mit der S-Bahn, dann zu Fuß weiter. Gut, zweite Frage. Haben Sie geschossen? Ich habe nicht geschossen. Ich besitze gar keine Waffe. Aber Sie waren im Hafen, als der Schuss fiel. Ja. Was haben Sie da eigentlich gemacht? Ich meine, beruflich haben Sie im Hafen nichts zu tun und spazieren gegangen, wie Sie bei Ihrer Festnahme behauptet haben, sind Sie das sicher auch nicht. Ich hatte eine Verabredung. Ich habe mich mit jemandem getroffen. Mit wem? Mit einem Mann. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe ihn in der Nacht zum ersten Mal gesehen. Er rief mich an und nannte mir den Ort und die Zeit. Sie sind also sozusagen der telefonischen Aufforderung eines Unbekannten gefolgt. Wo erreichen wir Sie? Ich nehme ein paar Tage Urlaub. Ich bin zu Hause bei meiner Frau. Danke fürs Erste. Wir waren wirklich ein Team. Mit allem, was er hatte, ist er immer zu mir gekommen. Aber diesmal... Diesmal konnte ich ihm nicht helfen. Was wollte dieser Mann von Ihnen? Oder was wollten Sie von ihm? Wenn ich Ihnen das sage, dann bin ich selbst... Ich kann nicht. Ich mache es Ihnen schwer. Das weiß ich. Also vor allen Dingen machen Sie es sich schwer, Herr Scharnack. Können Sie mir denn wenigstens sagen, ob dieser Mann mit dem Taxi in den Hafen gekommen ist? Das habe ich nicht gesehen. Haben Sie gesehen, ob er geschossen hat? Als die Polizisten auftauchten, sagte er, los, verschwinden. Und als der Schuss fiel, war ich schon ein ganzes Stück weit weg. Ich habe mich nicht umgesehen. Sie glauben, ich lüge. Sagen wir mal so, ich glaube, Sie halten sich ein bisschen mit der Wahrheit zurück. Weil Sie den Mann, mit dem Sie sich getroffen haben, vor etwas schützen wollen? Nee. Oder weil Sie sich vor etwas schützen müssen? Lebendig. Also, zwei Männer treffen sich an einem abgelegenen Ort. Der eine kommt mit der S-Bahn, der andere mit einem gestohlenen Taxi. Falls es den anderen gibt, den großen Unbekannten, den wir jetzt nur noch finden müssen. Als dann die Polizei auftaucht, suchen die beiden das Weite. Der eine schießt. Warum? Was haben die beiden zu verbergen? Gute Frage. Scharnack ist ein seriöser, erfolgreicher Geschäftsmann. Ein klarer Kopf, der keine krummen Geschäfte macht, da bin ich mir sicher. So sicher würde ich das von keinem sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so abgebrüht ist und einfach drauf losschießt. Das glaub ich nicht.
Aber er ist als Täter identifiziert worden. Er muss mit lebenslänglich rechnen. Trotzdem rückt er mit dem Namen von dem Mann nicht raus, der ihn eventuell entlasten könnte. Ja, vielleicht, weil er Angst hat, seinen guten Ruf zu verlieren oder seine Ehre oder seine Familie, was weiß ich. Wie auch immer, du solltest mal eine kleine Nachtschicht einlegen und dich hier ein bisschen umschauen. Eine Nachtschicht hatte ich gestern schon. Ach ja, kenne ich die Dame oder hast du eine neue? Sie wegen der Mordsache. Sind Sie von der Presse? Nein, ich bin Rechtsanwalt. Ich komme im Auftrag eines Mandanten. Bitte schön. Danke. Haben Sie den ermordeten Kollegen Ihres Mannes auch gekannt? Ich kenne fast alle Kollegen meines Mannes. Das ergibt sich so. Bitte kommen Sie. Danke. Für dich? Tag, Herr Keller. Ach, Sie. Tag. Möchten Sie einen Kaffee oder etwas anderes zu trinken? Nein, danke. Und du? Ich melde mich. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Ich vertrete den Mann, den Sie als Täter identifiziert haben. Ich war mit dem Mann befreundet, den Ihr Täter umgebracht hat. Ich habe von Ihrer Freundschaft gehört. Ich bin jetzt 30 Jahre Polizist. Es gibt wenig, was ich noch nicht gesehen habe. Aber sowas wie letzte Nacht. Noch nicht. Nein. Ihr Mandant hatte keinen Grund zum Schießen. Er hätte entkommen können. Wir hatten keine Waffen in der Hand. Als der Mann geschossen hatte, haben Sie nicht zurückgeschossen. Warum eigentlich nicht? Er war mehr als ein Kollege. Er war ein Freund. Wissen Sie, wie sowas ist, wenn Ihnen plötzlich einer in die Arme fällt und Sie merken, er stirbt? Ich konnte nicht schießen. Ich war nicht fähig dazu. Das hat sie sehr mitgenommen. Vor 14 Tagen haben wir hier noch gefeiert. Er hatte seine Gitarre dabei und hat gesungen. Der hatte eine Stimme. Musste immer singen, wenn was los war. Alle haben ihn gemocht. Der Schuss fiel zwischen 23 und 24 Uhr. Es war dunkel. In der Nacht gab es absolut kein Mondlicht. Sind Sie sich trotzdem sicher, dass Sie den richtigen Mann identifiziert haben? Ich muss Sie enttäuschen. An den Rampen hängen Laternen, alle paar Schritte ein. Es war taghell. Ich habe ihn erkannt. Ich habe ihn lange noch gesehen. Er hat sich Zeit gelassen beim Schießen. Mein Mandant hatte in der Nacht eine Verabredung. Er hat sich am Osthafen mit einem Mann getroffen. Haben Sie am Tatort oder in der Nähe einen zweiten Mann gesehen? Es gab einen einzigen Mann und der hat geschossen. Entschuldigen Sie, wenn ich laut werde. Glauben Sie, dass dieser Mann auch das Taxi gestohlen hat? Ich nehme es an. Glauben Sie, dass er wegen des Taxis geschossen hat? Heute wird schon für viel weniger geschossen, Dr. Frank. Haben Sie den Schuss gehört? War ja laut genug. Haben Sie auch was gesehen? Wenn die Nacht lang ist, sieht man so allerhand. Zum Beispiel? Da müsste ich jetzt nachdenken. Warum kommen Sie nicht ein wenig zu mir rein? Da denkt sich's leichter als hier draußen. Ich muss leider noch ein bisschen rumhorchen. Das ist mein Job. Wie wär's später? Später ist mein Verlobter zurück. Und morgen? Ist die Messe aus, sind wir schon in Köln. Dann stellen wir uns vor, wie es gewesen wäre. Schade. Hey! Warum investieren Sie nicht in eine Flasche Alk? Wieso? Naja, die Penner da hinten, die kriegen doch alles mit. Und für einen kräftigen Schluck aus der Flasche? Danke, Schatz. Hey! Gib her da! Na, Fresse! Verdammt noch mal! Gib mir die Flasche! Prost! Hört mal, wir waren bei dem Schuss stehen geblieben. Aber vorher ist das Taxi gekommen. Ist da auch jemand ausgestiegen? Nicht sofort. Nach einer Weile.
Nach einer Weile stieg eine Frau aus. Seid ihr sicher? Eine Madame. Und ist die Frau dann auch zum Hafenbecken gegangen? Oder woanders hin? Zurückgekommen ist sie jedenfalls nicht. Aha. Also, auf dann mal. Die Kähne kommen aus Rumänien, Ungarn, Holland. Auf den Frachtzetteln steht Holz, Kohle, Steine. Und manchmal zu einem Stein ein Loch. Und in dem Loch steckt eine Tüte Koks oder eine Büchse Sprengstoff. Und der Abnehmer wartet am Quai und zahlt Cash auf die Hand. Sind das Ihre Überlegungen zu dem Fall? Das sind unsere Erfahrungen. Wie zuverlässig ist denn Ihr Zeuge? Hauptmeister Keller. 100%. Keine Verfehlung, keine Disziplinarsache. Hier ist seine Akte. Vor 4 Jahren hat er bei einem Feuerüberfall einem Kollegen das Leben gerettet. Seinem Kollegen Lebus? Sondern man macht keine leichtfertige Aussage. Wenn der sagt, der und der hat geschossen, dann kann man sich darauf verlassen. Sie sollten sich auch darauf verlassen, Herr Dr. Frank. Wissen Sie, was ich seltsam finde? Der Täter hat einen Schuss abgegeben. Auf Lebus. Als Lebus zusammenbrach, ist der Täter weggerannt. Auf Keller, der direkt hinter Lebus lief, hat er nicht geschossen. Warum nicht? Darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Und vor einer Stunde haben wir die Lösung bekommen. Der Täter konnte nur einmal schießen, weil das Magazin seiner Waffe nur ein Geschoss enthielt. Unsere Taucher haben die Tatwaffe heute Morgen aus dem Hafen geholt. Das Magazin war leer, kein Geschoss drin. Sind Fingerabdrücke an der Waffe? In dem Dreckwasser. Wenn Sie nicht reden, dann kann ich nichts erreichen, Herr Scharnack. Wenn ich rede, helfe ich mir selbst. Vielleicht, aber ich schade einem anderen, ich zerstöre sein Leben. Dieser andere ist das jemand, der Ihnen nahesteht. Sagen wir, ich möchte, dass er mir nahesteht. Also, Herr Scharnack, so geht das nicht. Falls Sie Angst haben, dass ich etwas erzähle, ich unterliege natürlich der Schweigepflicht, das ist Ihnen doch klar. Also, mit wem haben Sie sich am Osthafen getroffen? Wer war der Mann? Oder war es vielleicht eine Frau? Ein Mann. In der Presse. Da war es von einem Vorfall, einer Schuld. Er schweigt. Für Geld. Für sehr viel Geld. Und dieses Geld haben Sie ihm vorgestern Nacht gegeben? Wie viel? 250.000. Oh la la, das ist nicht gerade wenig. Und hat er Ihnen auch etwas gegeben für Ihre 250.000? Ein Messer und ein Foto. Das Negativ des Fotos. Ich habe die Sachen kurz vor meiner Festnahme weggeworfen. Was ist denn auf dem Foto zu sehen? Ein Liebespaar. Mein Sohn mit einem Mädchen. Aha. Sie hatten gar nicht erwähnt, dass Sie einen Sohn haben. Aus einer Ehe, nicht lange gut ging. Der Junge war 4, als wir uns getrennt haben. Ich habe für ihn bezahlt, aber ich habe mich nicht um ihn gekümmert. Der Junge hat weder die Schule noch die Lehre zu Ende gebracht. Der Junge ist 23. Hat nichts gelernt. Arbeit mal hier, mal da. Vor einer Woche kam er zu mir. Völlig verwirrt, deprimiert. Und dann erzählte er, dass er ein Mädchen umgebracht hat. Seine Freundin. Ich habe die beiden 2-3 Mal gesehen. Ein billiges Animiermädchen. Aber er hing an ihr. Sie war sein Ein und Alles. Wie ist es denn zu der Tat gekommen?
Seit dem Knallhart erklärt, dass sie neben ihm noch einen anderen Mann hätte und dass es diesen Mann schon immer gegeben hätte und dass er nur für sie ein Abenteuer war und dass jetzt Schluss sei. Hat ihn umgehauen. Da hat er ein Messer genommen und auf sie eingestochen. In ihrer Wohnung. Hat er wohl stundenlang neben der Toten gesessen, hat schließlich die Spuren beseitigt und einen Kumpel angerufen, der kam und hat ihm geholfen, die Leiche wegzubringen. Und dabei hat dieser Kumpel das Messer, mit dem die Frau erstochen wurde, an sich genommen und später für sein Schweigen Geld verlangt, richtig? Mein Sohn wollte nicht, dass ich ihm helfe. Er hat zu viele Vorbehalte gegen mich. Er wollte sich der Polizei stellen. Ich habe ihn überredet, meine Hilfe anzunehmen. Hat Ihnen Ihr Sohn gesagt, wer dieser Kumpel ist, dieser Erpresser? Er hatte zu viel Angst. Ich habe ihn auch nicht weiter bedrängt. Glauben Sie, dass der Erpresser derjenige ist, der am Osthafen geschossen hat? So muss es gewesen sein. Herr Scharnack, ich muss dringend mit Ihrem Sohn sprechen. Sie dürfen nicht ohne mein Einverständnis handeln. Ich werde nichts tun, was sich gegen Ihre Interessen oder gegen die Interessen Ihres Sohnes richtet. Ich werde darüber nachdenken. Lassen Sie mir etwas Zeit. Weißt du, wie viele Container es im Osthafen gibt? Du wirst sie sicher gezählt haben. Und im 14 bin ich fündig geworden. In einem Plastikbeutel von der Konditorei Schille. Ein Messer made in Taiwan. Ein Foto, schön getroffen. Und das. Und das. Negativ ist auch gleich dabei. Wie praktisch? Das hat man im Allgemeinen nur, wenn man das Foto selbst gemacht hat. Es muss also ein sehr enger Kumpel gewesen sein. Ja, so wie du für mich. Und warum darf ich da nicht solche Fotos von dir machen? Na, dann frag mich doch mal. Frank? Ja, ich mach den Schluss für heute. Tschüss. Tschüss, Helga. Tschüss, danke, schönen Feierabend. Entschuldigung. Ich habe die Erlaubnis zu telefonieren. Ja, und sind Sie dazu gekommen, nachzudenken? Reden Sie mit ihm. Gut, dann brauche ich seine Adresse. Ey, da ist ein Telefonat! So macht man das. Ja, schon besser. Hey, mitspielen kostet aber was. Einverstanden. Du hast mir eine Cola und der Rest ist für dich. Dann mache ich ja ein Geschäft. Ja, so ist es gemeint. Ei, ei, Sir. Ei, ei. Glauben Sie, er bringt Ihnen die Cola? Er wird doch nicht so eine gute Geschäftsverbindung sausen lassen. Sie sind Christian Scharnack, nicht? Wieso? Ich soll Sie von Ihrem Vater grüßen. Sie wissen ja, wo er steckt. Ich lese Zeitung. Vielleicht können wir zu Ihnen nach oben gehen. Sie wohnen doch hier. Hat mein Vater Sie geschickt? Es geht um den Mann, mit dem er sich vor 3 Tagen getroffen hat. Ihretwegen. Meinetwegen. Von dem Treffen weiß ich nichts. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Matula. Ich bin Privatdetektiv. Ich arbeite für den Anwalt Ihres Vaters. Also eins kann ich Ihnen gleich sagen. Ich habe mit meinem Alten nichts am Hut. Ihr Vater hat dem Mann Geld gegeben. Die Summe kennen Sie. Mann, Sie reden vielleicht einen Scheiß. Ich rede davon. Und von dem Negativ. Und von dem Messer mit den Taiwan, wofür Ihr Vater bezahlt hat. Irgendwas läuft hier schief. Ich glaube, Sie sind nicht ganz dicht. Sie kennen die Frau Helga Schütt. Was mit ihr passiert ist, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie ist umgebracht worden. Ich war bei der Beerdigung. Sie war mit ihr liiert. Und zwar heftig. Und? Das ist schon eine Ewigkeit her. Ich habe längst eine andere. Trotzdem tut's mir leid. Jetzt mal Klartext. Sie haben die Hose voll, das kann ich verstehen. Aber Ihr Vater braucht Sie. Man will ihm einen Mord anhängen. Also wer ist der Mann, dem er das Geld gegeben hat und der Mann, der Sie erpresst? Sie lassen da einen ganz schlechten Film laufen, Mann. Ich bin noch nie erpresst worden. Und ich habe keine Ahnung, wem mein Vater Geld gegeben hat. Ich wollte nicht so deutlich werden. Aber bitte. Vor 10 Tagen hat sie ihre Freundin, Helga Schütt, verlassen.
Sie sagte ihnen, dass sie einen anderen hat. Daraufhin haben sie ein Messer geholt und zugestochen. Kann ich ja nur drüber lachen. Hat mein Vater ihnen das erzählt? Sie haben es ihm erzählt. Und sie haben noch mehr erzählt. Dass ihnen ein Kumpel beim Wegbringen der Leiche geholfen und dafür eine 250.000 verlangt hat. Er macht mich krank. Er hat mich immer krank gemacht. Brauchte bloß anzurufen, ich habe Magenschmerzen. Er steckt an der Scheiße und will mich mit reinziehen. Ich weiß nicht warum, aber er will es. Wer hat das Foto gemacht? Na, wer? Ich. Mit dem Selbstauslöser. Hab eine ganze Serie davon. Können Sie sich gerne reinziehen, falls Sie auf nackter Ärsche stehen. Und wo hat Ihr Vater das Foto und das Negativ her? Was weiß ich. Vielleicht hat er das mitgehen lassen, als er mal hier war. Das ist auch zu geil. Wann war er denn zum letzten Mal hier? Hören Sie. Sie gehen mir langsam auf den Sack. Hauen Sie ab. Mach ich. Aber ich komme wieder. Bestellen Sie meinem Geschäftsfreund, er soll die Cola kalt stellen. Er lässt seinen Vater hängen. Er will seine Haut retten. Das habe ich auch gedacht. Ich war davon überzeugt. Aber dann habe ich was anderes versucht. So, einmal Rognoncini, tre filati. Ich danke. Und einmal Aragosta fra diavola, bitte sehr. Was ist das denn? Das ist ja Fisch. Das habe ich nicht bestellt. Ich habe Politi bestellt. Auf meiner Bestellung steht Nummer 19. Und Nummer 19 ist Aragosta. Ich habe aber Politi bestellt, den Fleischtopf. Da muss ich erst mit dem Koch sprechen. Tut mir leid. Wenn Sie so freundlich wären. Übrigens, das Lokal war deine Empfehlung, weil die Bedienung so gut ist. Ich habe gesagt, die Bedienung hat was zu bieten. Das ist was anderes. Ich fange schon mal an, ja? Guten Appetit. Danke. Das haben wir nicht, Bondi. Du wolltest erzählen, was du versucht hast. Oh. Ja. Ich war bei der Mutter des jungen Scharnack und habe mich als Reporter ausgegeben. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich für den Mord im Osthafen und für ihren inhaftierten Ex-Gatten interessiere. Dann habe ich das Gespräch auf ihren Herrn Sohn gebracht. Die Sache mit Helga Schütt ist seit einem Dreivierteljahr zu Ende, wie er gesagt hat. Seit 3 Monaten hat er eine andere, eine Musikstudentin. Die soll einen sehr guten Einfluss auf ihn haben. Vielleicht steckt seine Mutter ja mit ihm unter einer Decke. Vielleicht hat er ja Anweisungen gegeben. Vielleicht hört uns sein Mandant auch an der Nase rum. Was hältst du davon? Nicht so viel, ehrlich gesagt. Und der Zeuge? Der Polizist, was ist mit dem? Warum sagt er, dass Scharnack geschossen hat und dass keine zweite Person am Tatort war? Sagt er das aus Jux und Dollerei, um deinen Mandanten in die Pfanne zu hauen? Oder steckt er auch mit jemandem unter einer Decke? Vielleicht ist es ja das. Ach, hör doch auf. Ja, vielleicht hat er ja den zweiten Mann gekannt. Und aus irgendeinem Grunde will er ihn aus der Geschichte raushalten. Das beweis mal. Naja, also freiwillig zugeben wird er sicher nicht. Tut mir leid, Bulletinisten sind ausgegangen. Macht nichts. Der Herr teilt mit mir. Du gestattest. Was? Was haben wir so los? Stopp! Auseinander! Herr Scharnack, Besuch für Sie, Ihr Anwalt. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Ihr Sohn streitet den Mord und die Erpressung, alles, was er Ihnen gesagt hat, weiterhin ab. Was können wir dann tun, um ihn zum Reden zu bringen? Wie können wir ihm seine Lüge und den Mord nachweisen? Ich glaube nicht, dass ich Ihnen dabei helfen kann. Herr Scharnack, also so langsam sollten Sie sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass Sie nur eins können. Sich selbst retten oder Ihren Sohn. Beides zusammen geht nämlich nicht. Wann haben Sie Ihren Sohn das letzte Mal mit Helga Schütt gesehen? Ich denke schon eine Weile her. Das Ende der Beziehung soll ein Dreivierteljahr zurückliegen. Was für ein Motiv könnte Ihr Sohn noch gehabt haben, diese Frau umzubringen? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht. Es war das erste Mal, dass er sich geöffnet hat und dass wir uns, so fürchterlich der Anlass auch war, wir uns näher gekommen sind. Herr Scharnack, Sie sind wirklich eine große Hilfe. Vielen Dank.
Gut. Ich werde versuchen, bei der Mordkommission Einzelheiten des Falls zu erfahren. Ich werde dabei den Namen Ihres Sohnes nicht nennen. Es kann aber der Zeitpunkt kommen, dass ich ihn nennen muss, wenn ich ihm weiter als Anwalt helfen soll. Jung, hübsch, lebenslustig. Ihre Eltern haben eine Bäckerei in Gießen. Mit 19 kam sie nach Frankfurt. Sie arbeitete als Bedienung, Messehostess und Kosmetikberaterin. Ihr letztes Foto. Immer noch hübsch. Die Bilder des verstümmelten Körpers erspare ich dir. Da war ein Sadist am Werk. Er hat das Mädchen regelrecht zu Tode gemetzelt. Ich darf dich jetzt mit Kommissar Rutzki allein lassen. Er kennt die Einzelheiten besser als ich. Und kein Wort zu irgendjemand, dass wir dir unsere Ermittlungsakten zeigen. Okay, ich danke dir, Hobbs. Ach, eine Frage noch. Steht dein Interesse an diesem Fall in irgendeinem Zusammenhang mit dem Mord im Osthafen? Och, reine Routineangelegenheit. Nur eine Auskunft für einen Klienten. Und den Namen dieses Klienten kannst du uns natürlich nicht nennen. Das alte Lied. Aber du spielst es immer wieder gut. Also bis dann. Und das nächste Mal hilfst du uns. Alles klar. Also, was wollen Sie wissen? Wo wurde das Mädchen ermordet? Die Leiche wurde in einer Kiesgrube bei Pedderweil gefunden. Aber Fundort nicht gleich Tatort. Sie ist dort hingebracht worden. Und die Hintergründe? Den Abend vor der Tat hat Helga Schütt in einer Anmachebar in der Altstadt verbracht. Sie war dort Stammgast. Wir gehen davon aus, dass einer der Gäste ihr später angeboten hat, sie nach Hause zu fahren. Kann aber auch sein, dass sie sich allein auf den Heimweg gemacht hat und unterwegs in einen Wagen gestiegen ist. Den Wagen des Mörders. Gibt es Anhaltspunkte zu dessen Person? Es war das Wochenende. Die Bar war voll, die Straßen waren voll. Und wie gesagt, Helga Schütt war sehr lebenslustig. Aber den Namen und die Anschrift der Bar, die habt ihr doch sicher in euren Akten. Einen wunderschönen guten Tag. Den wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr, was gibt's denn Neues? Aber nur die guten Nachrichten. Herr Dr. Berger bittet um eine Terminverschiebung. Aha, das ist schon mal sehr gut. Tja, und dann war noch ein Anruf aus dem Gefängnis. Der Herr Scharnack hatte einen Herzanfall. Man hat ihn auf die Krankenstation verlegt. Besuch ist nicht vor morgen Vormittag möglich. Ach Mensch, war wohl doch alles ein bisschen viel für ihn, was? Verbinden Sie mich gleich mal mit der Haftanstalt, ja? Kann man hier vielleicht ein Bier kriegen? Ist noch geschlossen. Wie wär's denn dann mit einem Fläschchen Champagner? Wir öffnen um 21 Uhr. Ach, Sie schon wieder. Sie hier? Ich wusste gar nicht, dass Sie hier arbeiten. Es trifft sich aber gut, da kann ich Ihnen gleich ein paar Fragen stellen. Wir reichen noch Ihre Fragen vom letzten Mal. Ja, ich weiß, ich war ein bisschen aufdringlich, ich weiß. Ich hab zu arbeiten. Da ist die Tür. Ein Moment noch. Haben Sie am vorletzten Freitag auch hier gearbeitet? Ich meine, das war der Tag, naja, Sie wissen schon, an dem Helga Schütt. Sie hat ja hier die letzten Stunden verbracht. Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Sie saß bei mir in der Bar. Und sind Sie von der Kripo vernommen worden dazu? Was glauben Sie denn? Wir alle. Und ich besonders, weil ich sie ja gekannt habe. Was haben Sie dem Beamten erzählt? Sie hat sich einladen lassen von verschiedenen Typen, hat getanzt, ist dann gegangen. Und jetzt verschwinden Sie, sonst rufe ich die Polizei. Ich gehe ja schon. Bloß eins noch. Wann sind Sie an diesem Freitag gegangen? Nach Helga Schütt? Ich bin immer der Letzte, der geht. Dafür werde ich ja bezahlt. Und jetzt raus. Naja. Wiedersehen, mein Junge. Ich bin nicht Ihr Junge. Oh, na. Thank you.
habe Ihnen ein paar Fotos mitgebracht. Vielleicht haben Sie den Mann ja schon mal gesehen. Könnte das sein? Bitte schauen Sie sich erst alle an. Was ist er? Das ist der Mann, mit dem ich im Osthafen, dem ich das Geld gegeben habe. Der Mann heißt Karl Lobbert. Wie? Lobbert. Er ist Besitzer der Bar, in der ihr Sohn als Zapfer arbeitet. Er ist wahrscheinlich auch mit dem gestohlenen Taxi in den Osthafen gekommen. Zeugen haben gesehen, wie eine Frau aus dem Wagen gestiegen ist. Und mit ein bisschen Fantasie könnte man Herrn Lobbert ja durchaus für eine Frau halten, jedenfalls von hinten. Herr Lobbert hat Ihrem Sohn dabei geholfen, die Leiche aus der Wohnung zu bringen, und dafür hat er die Viertelmillion kassiert. Wir müssen ihm jetzt beweisen, dass die Tatwaffe ihm gehört und dass er geschossen hat. Dafür ist aber etwas nötig. Dass ich Sie von der Schweigepflicht entbinde. Ja. Wenn Ihr Sohn Helga Schütt umgebracht hat, wird man ihm den Mord früher oder später nachweisen. Und Sie müssen jetzt entscheiden, ob das früher oder später sein soll. Was verstehen Sie unter früher? Morgen, spätestens übermorgen. Dann werden Sie seinen Namen nennen? Wir haben keine andere Wahl, Herr Scharnack. Augenblick. Herr Rechtsanwalt Dr. Frank. Kriminalrat Bolte. Herr Staatsanwalt Klein. Lange nicht gesehen. Leider oder Gott sei Dank? Das kann man nicht wissen. Da haben Sie natürlich recht. Den Kollegen Rutzki kennen Sie ja bereits. Tag, Herr Rutzki. Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Herr Dr. Frank hat um dieses Gespräch gebeten. Wir wissen, um was es geht. Einführende Worte können wir uns also sparen. Bitte, Dr. Frank. Danke. Am vergangenen Dienstag wurde mein Mandant Kurt Scharnack unter dem Verdacht festgenommen, den Polizeihauptmeister Lebus im Osthafen erschossen zu haben. Hey, Sie! Der Platz ist für Dienstfahrzeuge reserviert. Ich bin der neue Fahrer vom Polizeipräsidenten. Ich habe eine Erlaubnis. Matula? Koschik! Was machst denn du hier? Mein Partner ist oben bei der Mordkommission und spielt eine Partie Schiffe versenken. Der Mann, mit dem sich mein Mandant im Osthafen getroffen hat, ist Mitwisser und Helfer im Mordfall Helga Schütt. Er hat für sein Schweigen in dieser Sache eine Viertelmillion verlangt. Mein Mandant hat ihm das Geld beim besagten Treffen übergeben. Er hat es ihm gegeben, um einem ihm nahestehenden Menschen zu helfen. Dem Mörder der Helga Schütt? Ja. Dann wissen Sie bestimmt auch, wer der Mörder ist. Das kann ich Ihnen im Auftrag meines Mandanten sagen. Es handelt sich um seinen Sohn Christian Scharnack. Er hat seinem Vater den Mord gestanden und die Umstände der Tat geschildert. Ob diese Schilderung nun der Wahrheit entspricht, weiß ich natürlich nicht. Bei dem Erpresser und Tathelfer handelt es sich um den Barbesitzer Karl Lobbert. Nutten Lobbert. Ganz alter Bekannter. Lobbert ist der zweite Mann im Osthafen gewesen. Er ist der Mann, der aus dem Taxi gestiegen ist und mit großer Wahrscheinlichkeit den Schuss abgefeuert hat. Das war es, was Sie uns mitteilen wollten? Im Großen und Ganzen ja. Kommissar Rutzki, der den Fall Schütt bearbeitet, wird sicher etwas dazu sagen wollen. Ja. Ich bedanke mich für die freundliche Ermittlungshilfe, Herr Dr. Frank. Leider haben Ihre Ermittlungen einen kleinen Schönheitsfehler. Der Mörder von Helga Schütt ist bereits vor einer Woche verhaftet worden. Als Sie das erste Mal in der Sache bei mir waren, saß er schon 4 Tage in Untersuchungshaft. Der Festgenommene, ein 32-jähriger Krankenpfleger, ist mit Ihrem Mandanten Scharnack weder verwandt noch verschwägert. Er hat die Tat gestanden. Und das Wichtigste für uns, er hat Einzelheiten genannt, die an seiner Täterschaft keine Zweifel lassen. Wir haben in der Sache deshalb noch keine Presseerklärung rausgegeben, weil nicht auszuschließen ist, dass der Festgenommene noch in 2 weiteren Mordfällen als Täter in Frage kommt. Damit dürfte sich die Person des Erpressers, mit der sich Ihr Mandant im Osthafen getroffen haben will, wohl in Luft auflösen. Tja, es tut mir leid, dass ich Ihre Zeit so unnütz in Anspruch genommen habe. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Wir hören Ihnen immer gerne zu. Oh, das ist sehr nett von Ihnen, Herr Staatsanwalt. Das heißt ja, dass dein Mandant ein Schweinehoch 3 ist. Hängt seinem Sohn einen Mord an, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Genau das glaube ich eben nicht.
ein Lügengebäude aufbauen, das beim ersten Windhauch zusammenfällt. So dumm ist er nicht. In der Not frisst der Teufel seine Großmutter. Er hat es eben versucht. Vielleicht hat er mir ja nicht alles erzählt. Und vielleicht hat sein Sohn auch nur die Hälfte gesagt. Aber der Mord an Helga Schütt und der Schuss im Osthafen hängen zusammen. Das habe ich in der Nase. Pass auf, dass du dich nicht verrennst. Das kann immer mal passieren. Also, das Taxi im Osthafen hat es gegeben. Und gestohlen war es auch. Und? Das muss also auch jemandem gehört haben. Sehr logisch. Und wenn man jetzt wüsste, wem es gehört, dann könnte man was versuchen. Du meinst, ich könnte was versuchen? Mhm. Ich muss Sie mal sprechen. Mein Name ist Kersten. Kenne ich nicht. Macht nichts. Aber mein Taxi kennen Sie. Sie sind schon damit gefahren. Was meinen Sie damit? Ich verstehe Sie nicht. Ach, erinnern Sie sich nicht? Und was weiter? Das erzähle ich Ihnen, wenn wir drin sind. Sie gestatten? Bitte. Machen Sie Hopp. Ich habe nicht viel Zeit. Wer hat die schon heutzutage? Also? Sie kennen doch die Lobauer Straße. Da habe ich letzte Woche mein Taxi abgestellt, so gegen 22 Uhr. Gegenüber ist ein Optikerladen. Und der Optiker, der da nachts noch zu Gange war, der hat gesehen, wie ein Mann in meinen Wagen stieg und losfuhr. Und welch ein Zufall. Er kannte den Mann. Der Optiker besucht nämlich ab und zu Ihre Bahn. Kommen Sie zur Sache, was wollen Sie? Eine kleine Entschädigung. Schließlich war Messe und ich hatte zwei volle Schichten Verdienstausfall. Warum Sie den Wagen geklaut haben und was Sie damit gemacht haben, das ist mir egal. Aber eine Entschädigung muss sein. Meinen Sie das? Das meine ich. Der Optiker hat mir versprochen, dass er das der Polizei erzählen wird, was er gesehen hat, wenn ich ihn bitte. Und ich würde ihn bitten. Wie viel? 1.000 Mark. Das mit dem Taxi war ein Irrtum, eine Verwechslung. Mir kann nichts passieren, 500. 800 und kein Pfennig weniger. Ich bin im Augenblick nicht flüssig. Nächste Woche vielleicht. Sofort. Und wenn ich sofort sage, dann meine ich innerhalb von 10 Minuten. Anschließend gehen wir runter in Ihre Bar und trinken gepflegtes Bier. Mein Anwalt ist auch schon da. Was soll das denn heißen? Was wollen Sie mit Ihrem Anwalt? Habe ich Ihnen das nicht erzählt? Ihr Zapfer Christian Scharnack steckt in der Klemme und mein Anwalt versucht, ihm da rauszuhelfen. Haben Sie schon mal Angst gehabt? Ganz richtig um Ihr Leben? Ja, schon, aber nicht oft. Könnte sein, dass Sie die bald wieder haben. Jetzt gehen wir erstmal runter in Ihre Bar. Und dann werden wir ja sehen, wer Angst kriegt. Ja, gehen wir. Aber das hat Ihnen mein Mitarbeiter sicher auch schon alles gesagt. Was heißt hier Mitarbeiter? Detektiv ist er. Ich hab's doch gerochen, dass du ein Dreckschwein. Vorsicht, Vorsicht. Wenn wir uns prügeln, geht Ihre Einrichtung kaputt. Und Sie haben in nächster Zeit sowieso eine Menge Unkosten. Arsch du. Hat Herr Lobber zugegeben, dass er das Taxi gestohlen hat? Ja, er ist auf meine Optikergeschichte voll eingestiegen. Und hier ist alles drauf. Schön. Denken Sie an Ihre Einrichtung. Wenn er das Taxi gestohlen hat, dann wird er es doch sicher auch benutzt haben. Oder was meinst du? Ich meine, er ist damit zum Osthafen gefahren. Wahrscheinlich genau zu dem Zeitpunkt, zu dem dort der Polizist erschossen wurde, was? Schluss jetzt.
Sonst passiert was. Jetzt tun Sie doch nicht so, als ob Sie Ihre Pistole suchen. Die haben Sie doch ins Hafenbecken geworfen und da hat sie die Polizei gefunden. Ich muss dir was sagen. Halt die Klappe, verschwinde! Ich hab was erzählt. Was hast du erzählt? Ich hab ihm klargemacht, dass es besser für ihn ist, wenn er auspackt. Du hast uns doch die ganze Scheiße eingebrockt. Nichts hab ich, gar nichts hab ich! Herr Lobert, als Sie in der Zeitung gelesen haben, dass Helga Schütt ermordet wurde, da ist Ihnen eingefallen, dass Herr Zapfer mit dieser Frau mal liiert war. Und darauf haben Sie Ihren Plan aufgebaut. Christian Scharnack muss zu seinem wohlhabenden Vater erzählen, dass er der Mörder des Mädchens ist und dass er von einem Mitwisser des Mordes erpresst wird um 250.000. Und Ihr Plan ist aufgegangen. Herr Scharnack ist auf den Schwindel reingefallen und er hat sich mit Ihnen im Osthafen getroffen, um das Geld zu übergeben. Und was da passiert ist, das müssten Sie schon mal erzählen. Wir helfen Ihnen natürlich dabei, falls Sie dieses oder jenes vergessen haben. Also, Sie hatten das Geld schon in der Tasche und da ist auf einmal die Polizei aufgetaucht und... Weil Sie es nicht wieder hergeben wollten, haben Sie die Pistole gezogen. Okay. Okay. Ich habe die Pistole gezogen, alles klar. Aber ich habe nicht geschossen. Also, Herr Lobert, das müssen Sie jetzt aber mal genau erklären. Ja. Das. Gehen wir mal rein. Herr Keller? Guten Tag, Herr Keller. Tag. Guten Tag. Tag. Wir müssen mit Ihnen reden. Ziehen Sie aus? Meine Frau, sie will hier nicht mehr wohnen. Bitte? In der Nacht, als Ihr Kollege und Freund Lebus erschossen wurde, war ein zweiter Mann am Tatort. Er ist mit dem gestohlenen Taxi in den Osthafen gekommen und Sie haben ihn gesehen. Ja. Sie haben auch die Pistole gesehen, die er plötzlich in der Hand hatte. Aber Sie waren schneller als er. Sie zogen Ihre eigene Waffe und haben ihn aufgefordert, seine wegzuwerfen. Das tat der Mann dann auch. Entschuldigen Sie. Ich möchte noch gerne mit meiner Frau. Ja, sicher. Bitte. Hast du alles? Ja. Was ich dir noch sagen wollte. Sag nichts. Mach's gut. Viel Glück. Entschuldigung. Ihre Frau verlässt Sie, weil Herr Lebus tot ist. Weil Sie ihn getötet haben. Mit der Pistole, die der zweite Mann weggeworfen hat. Ich habe Lebus in mein Haus geholt. Ich habe ihm vertraut. Ich habe nur einem Menschen mehr vertraut. Meiner Frau. In der Nacht, als wir auf den Hafen zufuhren, sagte er mir, dass er sie liebt. Dass sie ihn auch liebt. Und dass sie mich verlassen und zu ihm ziehen würde. Er war wie ein Bruder für mich. Und sie? Ich wollte sie nicht verlieren. Herr Matula, Herr Scharnack. Guten Tag. Danke. Bitte, kommen Sie.